Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Basteltown. Heute lösen wir ein Problem. Und zwar geht es um diesen alten Griff, der sich gerne selbstständig macht. Gerade wenn man draußen ist, dann kann man die Tür nämlich anheben. Und was noch passiert, wenn ein Kind hier die Finger hinkriegt und der Dinger schnallt hoch, dann gibt es eine kleine Katastrophe. Wäre an diesem Griff nicht der erste Finger, der eingeklemmt wird. Aber ich zeige euch das Problem. Als erstes. So steht er nicht mehr und das Ding ist halt uralt, genietet hier unten. Heißt, das Ding auszubauen und irgendwie zu reparieren oder aufzuschweißen an dem Aluhebel kann ich nicht. Wenn es Stahl wäre, ja, aber bei Alu nicht. Das andere Problem, wenn der hier unten sitzt, bleibt er stehen. Aber die Tür, wenn man aufmacht, lässt den sofort zugehen. Und das Ganze sieht dann so aus. Ja, und um das Problem zu lösen, habe ich mir was ausgedacht und da springen wir jetzt in die Werkstatt. Benutzen werden wir 16 mm Leimholzplatte Eiche. Die war jetzt gar nicht so teuer, 15 Euro, scheiße, nee, 13,40, scheiße teuer. Ja, die sägen wir zu auf 8,5 Breite, ein Streifen. Und das Ganze dann auch noch 60 cm hoch. Und dann wandern wir mal an die Säge. Davor gehen wir aber allerdings noch auf 60 cm Länge. Einmal Kappsäge und Schnippschnapp. Natürlich habe ich wieder mal das falsche Sägeblatt drin. Wir gehen längs, massiv, heißt wenig Zähne, da lange Späne. 8,5. Dieses andere Brett, das heben wir jetzt noch auf, also das, was übrig ist, das brauchen wir nämlich als Schieberiegel, wo die ganze Armatur sperrt. Und jetzt kommen wir zum Fräsen und dann nehmen wir mal einen Fräser, den, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe das schon gebaut, aber das ist zu klein und zu kurz und ich muss höher gehen, damit ich oben einen Riegel drin habe, dass es kindersicher ist, weil es wurde schon hochgeschoben und da jetzt fast die Finger eingeklemmt, deswegen höher mit Querriegel oben drin, dass wenn die Türe offen ist, dass da niemand mehr rumspielen kann, indem man es hochschiebt, weil da oben kommt niemand hin. Noch nicht, aber in dem Alter ist es dann klar, dass man das nicht mehr macht. Welchen Fräser benutzen wir jetzt? Wir benutzen, das muss ich selber kurz nachschauen, steht kein Name drauf, aber ich denke, wir nehmen den Zinkenfräser. Schwalbenschwanz. Scheiße. Schwalbenschwanzfräser. Den brauchen wir jetzt. Zinkenfräser. Peinlich. Den tausche ich schnell aus, dann sehen wir uns wieder. Brettstärke haben wir 18 mm. Und das heißt, wir gehen mit dem Schwalbenschwanzfräser 9 mm tief ins Material. Dann haben wir genug Stabilität, wobei da eigentlich Stabilität in dem Punkt nicht so wichtig wäre. Breite hatten wir ja 8,5, das heißt 4,25. Breit fräsen wir, heißt Fräser so gut es geht in Fluchtstellen und Mitte messen. Gut, dann würde ich sagen, fräsen wir, setzen nochmal 2-3 mm rüber und fräsen dann nochmal, dann haben wir eine schöne Nut. Durchfräsen tun wir allerdings nicht, wir hören 3 cm vorher auf. Dafür machen wir uns hier einen Strich. Die Mitte vom Fräser habe ich schon markiert, heißt, wenn ich jetzt, gehen wir nochmal ein Stück höher, wenn ich jetzt hier Ende habe, dann, also Strich an Strich, dann sind wir kurz vor Schluss und alles passt.
Und ich glaube, mein Fehler habt ihr gerade gemerkt. Wenn ihr umsetzt, dann immer nach hinten und nicht zum Fräser, weil sonst will ja das Brett durchgezogen werden. Das ist ein bisschen tricky, aber wir haben es geschafft. Die Nut ist drin. Nicht bis ganz unten rein. Die werden wir hier unten noch ein bisschen gerade machen, weil das klemmt sonst, wenn du hier eine Rundung hast, und das ist blöd. Also da ein bisschen Stechbeitelarbeit, gerade. Das Brett, das geschoben wird, machen wir ganz einfach. Ich habe jetzt den Fräsanschlag auf Mitte Fräser gestellt und werde jetzt hier einmal reinfräsen und dann drehen wir es um und machen die andere Seite und dann schauen wir mal, ob es passt. So, und jetzt passt das mit ein bisschen Wollt ihr mich veräppeln? Ja. Nehmen wir die richtige Seite. Jetzt passt das hier rein. Hat ein bisschen Spiel. Das darf's haben. Und rausrutschen tut's nicht. Je weniger Spiel wir, je mehr Spiel ist, umso weniger klemmen wird es später. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Jetzt beideln wir unten das Ding noch gerade. Und ganz wichtig, die Kante hier innen drin. Wenn du da mal mit dem Finger lang fährst, also hier drin, die ist ja jetzt gefräst, die ist scharf. Deswegen nehmen wir jetzt einen Schleifklotz und brechen die ein bisschen. Dann passt das. Und ich werde es auch nicht ölen, denn da innen drin kannst du nicht wieder sauber das Öl wegmachen. Und wenn zu viel Öl an der Stelle ist, wird es klebrig. Nachher klebt mir die Schiene hier innen fest, dann kann ich sie raus und reinkloppen. Das hat keinen Sinn. So. Ist jetzt zwar nicht ganz mittig, aber die Hälfte ist eh hinter dem Griff verschwunden. Jetzt allerdings möchte ich ja oben noch einen Riegel haben. Das heißt, ich nehme jetzt dieses Brett und mache hier noch eine Quernut rein, weil das hier ist eh zu lang. Und dann machen wir aus einem Stück, wo hier übrig bleibt, noch oben den Querriegel. Dann kann man es nicht mehr hochschieben. Heißt, Querriegel, Riegel raus, hochschieben, kann man die Tür zumachen. Riegel wieder runter, oben zu, kindersicher. Jetzt machen wir noch die Höhe hier, gehen wir ein Stück runter. Das Brett steht ja hier an der Kante über, sonst kriegen wir da ein Problem. Und jetzt schneiden wir das hier auf eine Gesamthöhe mit der Platte von 4,5. Sorry, auf eine Höhe von 4. Und gerade für solche Fälle, Längsschnitt, Querschnitt und so weiter, gibt es ja die Frage immer Allround-Platt. Und ich sag ganz klar, tu dir einen Gefallen und hab drei Sägeblätter. Und dafür gibt's extra dieses Set von Bayerwald. Ja, ich mache Werbung. Ich habe die selber seit über einem Jahr, alle drei Blätter. Bin zufrieden. Klar, man muss die Blätter wechseln, aber macht euch mal die Mühe. Nehmt ein Massivholzbrett, Längsschnitt in die Maserung rein, mit viel Zähne und mit wenig Zähne. Macht erst mit viel Zähnen und dann mit wenig Zähnen, denn dann werdet ihr euer blaues Wunder erleben, wie leicht das doch durchgeht. Habe ich selber auch nicht geglaubt, aber es ist so. Sägeblattset unten verlinkt. We'll be right back.
Zodele. Fertig und ab geht's zum Einbau. Und ja, ich habe es vergessen abzuhobeln, deswegen sind wir jetzt am nächsten Tag eigentlich, weil es nicht hinter den Griff gepasst hat. Das andere, das wo ich zuerst gebaut habe, war abgehobelt, das zeige ich euch auch gleich. Aber gehen wir mal zur Tür. So, Dille, das hier ist der alte, der kommt weg und ich kann es euch ja mal zeigen. Also, der Hebel geht ja dann auf, dann liegt der da und wenn jetzt ein Kind hingeht, ist es nicht gut. Deswegen habe ich den neuen gebaut und den werden wir jetzt dran bauen. Jetzt ist es so, einmal haben wir den Sicherungshebel, hier haben wir noch den Griff dran, heißt, einmal zu und jetzt kriegt das Kind auch den Hebel nicht mehr hoch, weil da oben kommt er noch nicht hin. Dann ist das schon mal sicher. Wenn man wieder normal aufmachen will oder zu, fertig. Und Kindersicherung wieder rein und gut ist. Das war's dann mit diesem Video und ja, euch noch schöne, ruhige Tage, schönen Urlaub und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.